Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Clash Royale. Für alle von euch, die das Phoenix-Video gesehen haben, da haben wir versucht, so viele Phoenixe wie möglich zu stacken. Heute das gleiche mit den Tunnelgräber haben wir vor. Ja, wir haben auch die Zauber, habe ich umgeändert gegen die Spirits, damit ich halt nicht seinen Turm schreddere. Ihn findet ihr in der Videobeschreibung übrigens auch verlinkt. Er hat bisher bei allen mitgemacht von diesen Teilen. Wir Muss. haben schon vier ältere Videos, die könnt ihr euch auch anschauen. Aber das Phoenix-Video ist das Neueste, was wahrscheinlich rauskommt, wenn das Video draußen ist. Und es kommen noch ein paar mehr nachdem, also seid gespannt. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt eine Runde rein, oder? Sie müssen erst liken. Spaß, ihr müsst gar nichts. Macht, was ihr wollt. Hier sind wir in der ersten Runde. Und Tunnelgräber kann interessant werden, wie viele man Ich hinbekommt. zerstöre deinen Turm. Genau. Dasselbe mache ich jetzt auch. Boah, mit gut. Okay, das ist mal sogar schlecht. Okay, egal. Ich habe gemerkt, ein Tunnelgräber wurde sehr verschlechtert. Tunnelgräber zu sammeln wird eine Anstrengung sein. Wieso aber nicht versuchen? Viel Spaß. Ich sammle Elixier. So, wir machen den hier. So, wir nehmen erstmal unsere Türme aus. Das machen wir immer ganz am Anfang. Einfach nur um mehr Zeit zu haben, auf Oha. jeden Fall. Hast du noch irgendwas Kleines? Oh, mein Elixier-Sammler. Er wird so So, stimmen. okay, du kannst rechts anfangen zu sammeln, aber Alles klar. übertreib nicht so. Das sind nur Tunnelgräber, die ich hier setze, ja? Also setze ich so einen Riesen. Ja, die Skelette sind jetzt nervig da zu haben, aber. Okay, der King Tower hat meinen wegbekommen. Okay. Glaubst du, wir schaffen das zusammen? Mal gucken, ich Ja, weiß nicht, wie viele okay. Tonnengräber Ich will die auch ungefähr. nicht so schnell bei mir schon haben, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich habe jetzt noch nie in meinem Leben zwar Tonnengräber angesammelt. Mal gucken, wie gut es aber wird. Hobbys. Ein bisschen mehr kannst du schon reinsetzen Okay, ich merke, eigentlich. ich merke. Versuch zu cyclen, was Also. du nicht alles tötet. Boah, so Ami! Tunnelgräbers. Ja, noch dazu gesagt, habe ich im letzten Video schon mal gesagt, aber die Countdown-Zahl, die hier steht, ist vielleicht nicht immer korrekt. Vielleicht habe ich mich mal verzählt oder was weiß ich denn. Ey, wir zerstören alles! Rechnet immer 5 Plus- und Minusprozente dazu. Aber ich glaube, das ist schon klar, dass das nicht die genaue Zahl sein wird am Ende wahrscheinlich. Oha, die sind zu stark! Und natürlich sollt ihr das nicht, oh mein Gott, Sind zu kannst du stark! nicht mehr spammen. Nein! Sind zu heftig. Oh Ich Gott. kann nicht so heftig cyclen. Komm, mehr ram, ram da Ich ran. versuche es! Ich habe kein Problem! Ich habe auch kein Elixier mehr. Okay, der zweite Klon war so wasted, aber egal. Okay, war ein guter Start. Ich glaube, da kriegen wir noch viel, viel mehr hin, wenn wir richtig starten auch. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde rein. Ja. Also hier in der nächsten Runde. Und ja, ich habe jetzt nicht die Vermutung, dass wir super todes viele Tunnelgräber Ich bekommen, habe jetzt gemerkt, aber. wegen irgendeinem Grund ist mein Sound angewiesen. Das war jetzt inakzeptabel. Ah, Okay, dann passiert kümmere halt. ich mich jetzt um die andere Seite schon bei dir. So, ich hoffe, ich habe den Turm. Und eigentlich müsste das dann geklärt sein. Ein Skelett kämpft gegen meine Elixier-Golem. Ja, leider habe ich den Turm auch gar nicht geholt, sehe ich gerade. Das musste ich aber so hinbekommen. Ich glaube, ich krieg deinen Turm. Ah, da sind Elixier-Golems auf 12, die sind stark. Jo, ich habe sogar beides bekommen. Ich mache da gespiegeltes Skelett einfach hin. Die regeln das dann schon. Ich fange schon mal an mit der Happy-Sammlung. Okay, dann machen wir das schon. Aber ich muss desto früher anfangen, weil ich habe Jojo, sammel schon mal. Wir versuchen irgendein so viele wie kleines möglich zu stacken. Problem, ne? Natürlich ist es klar, ich mache das gegen ihn. Auf der Seite, wo wir sitzen, jeweils ist Okay, übrigens unser ja, jetzt Account. kommt sehr viel. Und ich Pass bin auf. übrigens auch die Person, die die Tongräber setzt. Okay, das kann echt viel zu viel sein, sogar schon, ne? Ah, irgendwie klappt das gerade. Ja, ich habe mal gerade kurz aufgehört. Na, ich weiß nicht, ob das so klappt, gerade so. Ich versuche hier nicht deinen Turm zu zerstören. Okay, es klappt, es klappt. Okay, gut. Wieso nehme ich jetzt ganz weit Also, hinten? wie gesagt, die Anzeige könnte falsch sein und auf der Seite, wo ich sitze, spiele ich. Ich bin der, der die Tunnelgräber setzt und Lukas ist auf der anderen Seite. Der, ja genau, der, wo die Giant spammt und meinen Turm zerstört. Boah, das ist selten passiert, mein Junge. Ja, Tunnelgräber sind halt schwächer, ne? Ja, hab's Ich würde gemerkt. sagen, wir probieren auf Nochmal. jeden Fall noch einen Try.
Nein. Hier, nächster Try. Vielleicht funktioniert es jetzt auch besser. Man weiß es nicht. Reicht ein Riese, ein normaler eigentlich? Garantiert ja. Das ist ein coolen Turmskin. Ja, das ist ein. Ich hab Schach! Den könnt ihr für 2,50 bekommen derzeit. Ich hab Schach. Los, Riese! Ah, er greift mal Elixieren, ich hab Schach. Und der Riese hat nicht gereicht. Ah, shit. Ja, der Königsturm ist halt da draußen. Okay, hier. Natürlich dann nur noch leider drücken. Okay, so, ich glaube, ich habe den Turm wenigstens. Und dann sammle ich mit dem Elixier-Golem übrigens die Turmjäger schon mal ran, ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Turm wirklich hast. Dann setze ich da halt noch einen Turmjäger dazu. Kein Problem. Oh, meine Tunnels kommen voran. Ich hab's gemerkt. Deswegen setze ich was Schwaches. Der fünfte, ich mache noch einen sechsten nach da hinten und er wird eh krepieren. Einen schwachen. Okay, du kannst Spam jetzt, kannst glaube ich Spam. Ich weiß zwar nicht, ob du so Spam kannst wieder vor, aber du kannst auf jeden Fall Spam. Na ja, doch, okay, du kannst schon sehr stark Spam. Ich merk's. Okay. Das werden schon sehr viele sein. Es wird wahrscheinlich nicht so sehr laggen bei mir wie bei dem Phoenix-Video. Weil ich nicht so viele Skelette habe. Genau, wahrscheinlich laggt es sogar mehr dadurch als wegen den Phoenixen selber. Aber dieser Sound ist entspannend. Boah, ja. Die Schaufelhits. So, ich habe sehr viele Elixieren, aber was mir Vorteile bringt, weil ich kann schneller meinen Chef spammen. Du machst nichts. Ja, ich habe. Ja, die Elixiersammler, glaube ich, sind eher unnötig, aber gut. Ja, die könnten für später was bringen. Oh nein, ich habe einen Elixiersammler aus Versehen gesetzt. Der ist komplett gestorben. Ich habe den nicht mal erkannt. Der war einfach One-Hit. Ja, soll ich schon klonen oder was eigentlich? Oh nein, alles gut. Wir gehen jetzt eh auf einen Elixier. Ja, okay, jetzt kann er anfangen. Ja, okay, jetzt ein bisschen zu spät, glaube ich, ne? Boy. Oh, vielleicht. Oh, ich habe fast nochmal geschafft. Alter, wir gehen auf jeden Fall noch einen Try rein, um probieren noch mehr zu machen. Hui. Oh, okay, Tunnelgräber wird schwierig sein, auf jeden Fall zu machen, merke ich jetzt schon. Die Runden beenden sehr schnell. Okay, dann setze ich schon mal ein RG auf die andere Seite. So, jetzt noch eine zweite Tür. So, wenn ich dieses Mal nicht den zweiten Turm bekomme, dann kriege ich aber Probleme. Kollaps. Ich schaff's auch wieder nicht. Nee, ich schaff's nicht. Die kämpfen beide zum Glück gegen den einen. Ja, komm, dann setze ich da noch zwei hin. Tunnelgräber sind so scheiße geworden. Ja, die regeln das bestimmt. Die schaffen das. So, okay, ich hab's. Ich sammle dann schon mal, ja. Und eine Riese setze ich schon mal, das sollte ja okay sein. Ja, klar. Spam einfach rein, als ob nichts anderes wäre. Ich verstehe. Tunnelgräber, eine sehr interessante Karte. Eine, die wahrscheinlich noch nie so oft in eurem Leben gesetzt habt oder noch nie so oft gesehen habt. Aber ja. Ist es wirklich okay, dass ich jetzt 4 RGs hier habe? Ich glaube ja, oder? Ich glaube schon. Mach mal Doppel RG, weil ich merke, die zu klonen mit Spiegelmensch. Krass. Ich glaube, normale Riesen haben mehr Leben, wenn du sie spiegelst. Echt jetzt? Ich glaube. Ja, dann machst du normale Riesen. Ich weiß es zwar nicht 100%, aber ich glaube ja. Aber jetzt habe ich einen Tunnelgräber ohne Spiegel gesetzt. Egal. Ist egal. Okay, es wird auf jeden Fall was. Okay. Sag mir du, ab wann du merkst, ich sollte Klon spätestens, ja. Ich baue jetzt schon mal meine Elixieren-Sammler. Hey. Ah, ein paar sind durchgescaped. Ich fange dann schon mal an zu klonen einfach. Ja, mach. Sammel, versuch die anzustauen. Oh, das ist hart, komm. Okay, noch ein bisschen. Mehr Klon. Ich versuch. Oh, nein, mal. Oh, ich hab fast Klon gespiegelt sogar.
Bro. Ey, aber das waren schon ziemlich viele. Okay, das war ein guter Try. Ach, vielleicht kriegen wir aber noch mehr hin. Ja, vier noch. Okay, let's go. Nächster Versuch. Okay. Oh nein, ich habe wieder die falsche Reihenfolge gemacht. Ihr hättet links den Riesen setzen müssen. Und versuche den Gobold Riesen zu setzen. So, den Ton bekomme ich nicht mal wieder. Super. So. Hier ein bisschen Elixier für dich. Damit mein Ton nicht jetzt damit. Also. Jetzt müsste ich den eigentlich aber haben. Soll ich schon rechts anfangen zu sammeln? Kümmere du dich erstmal um den Ton. Ich versuche mal bei mir. Okidoki, der Ton ist blöd. Ich fange dann schon mal an einfach. Sonst laufe ich hier voll. Hier eine Riese. Ja, kannst rein spammen. Spam um dein Leben. Okay, die Skelette, ja, kam zwar Tonnengräber gekillt. Da kommen die jetzt. Du hast die einfach hingekriegt. Ah, ich hab sie auch so gesehen, glaube ich, das war. Aber ist egal, deine Tonnengräber juckt. Stimmt, das wird ja einen Tonnengräber. Ich muss Wut auf den Turm machen. Ja. Ich hör Massenmörderei. Scheiße, jetzt hab ich den Tonnengräber rechts, links gesetzt. Warum ist mein Turm fast tot? Das ist eine gute Frage. Eine sehr kritische Situation hier. Ich muss nämlich jetzt wirklich sogar verteidigen. Meinen armen Turm. Ja, das Verteidigen hat jetzt sehr viele Elixier gekostet. Drei. Ich glaube, um ehrlich zu sein. Ich versuch's mal, aber. Ich glaube nicht, dass das der wirklich gute Try ist. Ja, mein Turm hat jetzt eh schon kein Leben mehr. Ja, es waren zwar viele, aber wir hatten, glaube ich, schon mehr. Egal, wir probieren. Manchmal kommen einfach welche von rechts. Ja, wir probieren einfach mal nochmal richtig das zu machen. So, in der wahrscheinlich letzten oder vorletzten Runde auf jeden Fall. Sind wir hier. Und versuchen unser Bestes schon wieder. Okay, deine Skeletten sollte ich eigentlich meinen Königsriesen setzen, aber ich warte jetzt mal kurz. Ah, okay. Okay, zwei Skeletten haben sich umentschieden. Okay, immerhin habe ich den Turm trotzdem bekommen. Aber die liegt. Aber okay, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Die Skellies haben meinen Riesen getötet. Ja, eigentlich war ich auch dran mit der rechten Seite zuerst. Okay. Habe ich den Rage verkackt, aber bei mir nicht wirklich. Ja, meine Piggies sind da. Soll ich anfangen mit der Versammlung schon, oder? Warte. Mega. Und du kannst jetzt. Okay, dann let's go. Vier schöne Tunnelgräbchen. Das sind schon alleine Zahlen, die ihr wahrscheinlich noch nie auf einmal auf dem Haufen gesehen habt. Gut, ich übertreibe jetzt. Und wir machen jetzt die 1000. Nein, Spaß, 1000 machen wir nicht. Leute. Wir hoffen, dass wir so auf die 50 kommen oder so. Maybe schaffen wir mehr als 50, ich weiß es nicht. Ihr seht es ja hier irgendwo eingeblendet, wie viel circa wir haben. Wie schon gesagt, nimm diese Zahl nicht zu ernst. Und wieso tust du Skelette rechts hinsetzen? Wo? Ja, mein Tunnelgräber ist wieder gefühlt gestorben. Hä, ich habe keine Skelette gesetzt, Bro. Ja, also ich habe die Aufnahme, ne? Du kannst. Skelette sind die ganze Zeit auf meiner linken Seite. Na ja. Ich habe diesmal keine Elixieren, sondern gesetzt. Ich glaube, es ist besser so. Okay. Wow. Ich glaube, das ist wirklich besser, wenn du keine Exzellenz setzt, aber das ist zu viel. Jetzt habe ich uns hier Skelette reingesetzt. Okay. Gut. Das sind sehr viele auf jeden Fall. Und wirklich sehr, sehr viele. Soll ich schon anfangen zu klonen? Fang mal an, weil die werde ich jetzt eh nicht mehr aufhalten. Komm schon, noch ein 2-3-mal klonen, der so lit. Hier, da und noch einmal. Komm schon. Ich versuche so viel aufzuhalten, wie ich kann, Bruder. Komm noch einmal. Oh, wenn jetzt ja, nochmal okay. Geht, ist. Ja, okay, nochmal wird nichts. Oder? Oder? Oh, ich hab den gerade gesetzt.
Ey, aber das sind schon sehr, sehr viele. Ja, das kannst du mal sehen. Wir geben noch unseren letzten Try und versuchen es zu überbieten. Ich würde dann sagen, letzter Try. Maybe kriegen wir das hier getoppt. Ich weiß nicht, wie viele wir hatten. Vielleicht 50, vielleicht auch 60 oder 80. Tunnelgräber, keine Ahnung. Ja, ups. Meine Riese ist weg. Ja, ich bin mit rechts dran, du links immer am Anfang, ne? Ist ja egal, ich kann beide bumsen. Okay, wenn du kannst. Dann kann ich ja. Nur deine Skelette sind auf einmal aufgetaucht. Ja, aber ich rechts auch. Aber gut. Jetzt kannst du von mir aus links setzen, was. Ja, von deiner Seite aus links, ne? Von deiner links setzen, was du willst. Ja. Beziehungsweise ich muss den Turm noch zerstören, so, oder? Das kriege ich aber hin. Ich glaube, einer reicht. Ja. Drei Skelette. Okay, du musst rechts zerstören. Ja, aber kurz, lass mich ein bisschen aufbauen. Ja, so mindestens ja du musst so. Ja eh noch zerstören. Ah. Okay, dann schweine ich's. So, dann beginnen wir mal. Ja. Und du spammst schon mal, wenn du willst, rein. Ja. So, weil das ist jetzt sehr viel, was du verteidigen musst da. Ich hoffe, dass die Tunnels das hinbekommen. Komm schon. Das klappt. Tunnels. Ja, die Regeln ist gut. Okay, aber jetzt kommt ein Großarmee. Mach du einfach, wir gucken, wie es wird. Mach einfach weiter. Mach einfach alles rein, was du hast. Und wir schauen mal, wie es wird. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Try, glaube ich. Könnte der beste werden, wenn wir es richtig anstellen. Wir dürfen nichts Bescheuertes machen. Ich muss jetzt sogar anfangen, vorne zu setzen. Ja. Ich habe noch keine Elixierbrüder gesetzt, aber ich weiß. Du kannst so alle rein spammen einfach. Das ist relativ egal, was du setzt, um ehrlich zu sein. Setz einfach rein. Aber es ist ganz gut bisher. Ich würde sogar demnächst anfangen zu klonen, um ehrlich zu sein, wenn es okay wäre. Warte. Du kannst mir gerne sagen, wann. Desto früher, glaube ich, desto besser, aber. Jetzt. Sind nämlich zu weit vorgekommen. Okay. Ich hab schon, ich hab grad gar nichts, Alter. Zweimal, ich glaube, jetzt habe ich so oft geklont wie davor. Noch einmal musst du. Boah, das müssten mehr sein eigentlich. Clean. Sind das mehr? Ich weiß es nicht. Ihr seht es hier vielleicht irgendwo eingeblendet. Ungefähr. Aber ja, war wunderbar. Ich zeige euch nochmal mein Deck und Luke schiss eins Tag durch sein Deck. und hier habt ihr die Decks eingeblendet. Und. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen zu den Tunnelgräbern. Gebt dann einen Daumen hoch dafür, mehr Truppenspamming. Ihr könnt auch gerne eure Karte, die ihr sehen wollt, in die Kommentare runterschreiben. Sei es von mir aus der Bomber, was weiß ich. Schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Abonnieren. Vielleicht haben wir die auch schon gemacht. Wir haben schon 4 andere Videos gemacht. Und 5, für euch 5 jetzt, weil der Phönix draußen ist. Wir haben den gerade vor dem Tunnelgräber aufgenommen. Und checkt Dusches 1 aus, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt auf meinen TikTok, Instagram und Twitter gerne aus. Habe ich neu dazu bekommen. Abonnieren. Wenn das Video rauskommt, habe ich das wahrscheinlich schon seit 1-2 Wochen da. Und auf jeden Fall hoffe ich, hat das Video gefallen. Gebt Daumen hoch da für mehr gleich mal Content. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren. Und in der Videobeschreibung könnt ihr meinen TikTok und alles andere auschecken. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.